Moin, ich habe noch eine Woche Resturlaub im November. Was macht man da? Kanaren? Nein, ich fahre natürlich Fahrrad und zwar durch den Thüringer Wald, genauer gesagt über den Rennsteig. Das Wetter ist ziemlich mies, kalt, nass, windig. Ideale Bedingungen, um so ein paar Sachen zu testen. Also vor allen Dingen natürlich den Pi-Rope-Laufradsatz, den ich gerade im Test habe, werde ich mal auf den Zahn fühlen. Meine Kigo-Flasche mit Fitlock-Halter teste ich mal, ob die funktioniert. Und ich habe neue Winterstiefel, die müssen beweisen, ob sie wirklich wasserdicht sind. Ich glaube, da habe ich reichlich Gelegenheit zu unterwegs. Ja, und ich würde sagen, ich packe mal die Sachen und dann geht es morgen früh direkt los. Und ich fahre natürlich auch direkt von Hamburg aus dahin. Also ich fahre jetzt straight runter von Hamburg über Celle, Einbeck nach Eisenach. Da steige ich dann in den Rennsteig ein, fahre großteils des Rennsteigs, um dann wieder nach Norden abzubiegen, über Gera nach Leipzig. Da endet dann meine Tour und fahre dann von da mit dem Zug nach Hause. Das sind so gut 700 Kilometer. Ja, mal gucken, ob ich das unterwegs bereuen werde. So, los geht's. Durch Hamburg bin ich schon mal durch. Jetzt. Alter Elbtunnel. So leer ist er sonst nie. Das gibt es nur am Samstag ganz früh morgens. Rad ist gepackt. Funktioniert schon mal super bis hier. Aber so ein paar Kilometer kommen noch. Wetter ist erstaunlich gut. 7 Grad, bisschen frisch, aber komplett trocken heute. Sehr gut, leichter Gegenwind. Ja, den werde ich auch noch überleben. Das Problem ist eher das Licht. Also man kann echt erst so um 7:30 los, da wird es hell und dann muss man auch Gas geben, weil ich glaube so ab 4:30 ist es schon wieder stockdunkel. Also deswegen jetzt schnell weiter. Also so viel zu, es regnet heute gar nicht. Bin schon ordentlich nass geworden. Habe alles dabei. Vor allen Dingen eine Warnweste, die ziehe ich immer dann über meine schwarze Regenjacke, damit man sich trotz der Jacke irgendwie ein bisschen sieht. Ich glaube, das ist noch schlau. Ich würde sagen, selber schuld, wenn man unbedingt im November Bikepacken will. Naja. So, Komoot meint geradeaus. Ich bin mir nicht so sicher, wie ich da rüberkommen soll. Zumal es hier irgendwie den ganzen Vormittag schon regnet und die Wege total weich und matschig sind. Da kann man unmöglich fahren. Ja, das heißt, schieben über den Acker. Lüneburger Heide, auch im November, wunderschön. Hier auch mal die Wege gerade schick hochfahren. Ja, aber insgesamt komme ich irgendwie nicht so gut voran. Alles doch ziemlich feucht heute. So, kurz vor Einbeck. Heute ausnahmsweise mal trocken, sogar ein bisschen Sonne zwischendurch. Und überhaupt nichts los. Hier bin ich gerade auf so einem alten Bahndamm, glaube ich. Fährt sich super. Aber leider auch den zweiten Tag volle Kanne Gegenwind. Das bringt keinen Spaß. Aber morgen drehe ich so ein bisschen ab nach Osten, Richtung Thüringer Wald. Da wird es hoffentlich besser. So, erster Teil Rennsteig ist geschafft. Ich habe mich aufs Eisenach schon hier hochgekämpft. Hohe Sonne. Bin um 7 los im Stockdunkeln. Jetzt ist es ein bisschen heller. Ich kann wieder filmen. Wetter ist okay. Es bleibt wohl trocken. Ist frisch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wind ist so ein bisschen von der Seite. Ist okay. Ja, und dann gibt es mehr Bilder unterwegs. So, kleines Fazit nach 25 Kilometern Rennsteig. Also ganz wichtig, Feldbelege sollten neu sein und kleinste Übersetzung, die ihr findet, aufziehen. Da gibt es viele steile Rampen, sowohl runter als auch rauf. Aber ganz schön hier. Und da kommt die nächste Rampe. Oh Gott, das sieht übel aus. Also der ist super ausgeschildert, der Weg. Kann man überhaupt nicht verpassen. Überall Wegweiser ohne Ende. Das ist gut.
Und die Wege sind auch ganz gut. Also hier ist jetzt gerade ganz feiner Gravel, das fährt sich super. Es gab aber auch schon ordentlich Schlamm, wie man sieht. Mein Rad sieht schon wieder aus wie, kann ich hier nicht sagen. Ich hoffe, die haben beim Hotel heute einen Gartenschlauch. So, 850 Meter hoch. Ich glaube, es ist schon einer der höchsten Punkte hier. Und hier gibt es überall so Hütten. Also noch ist es trocken, aber sollte es mal regnen, kann man sich da super unterstellen. Ansonsten bin ich schon ganz schön geschafft. Knapp die Hälfte habe ich geschafft. Ja, und ich darf auch nicht viel Zeit verlieren, weil sonst wird es dunkel. Weiter geht's. So, höchster Punkt Thürings, 1001 Meter. Also das Schild wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist der Bogen hier 995 Meter hoch. Ja, hier gerade mal ein Stück Straße gibt es auch. So Verbindungsstücke. Ach, ja, ich bin schon gut durch, aber zwei Drittel sind geschafft. Weiter geht's. So, Aussicht heute etwas trüb. Das geht bestimmt besser im Sommer. Also hier die Schild meint, im Sommer sieht so aus. Boah, da müssen wir wohl nochmal im Sommer wieder kommen. Das ist auch schön, hier im Bachbett zu fahren. Ja, da vorne wird es ein bisschen steiler, da kommt wahrscheinlich ein Wasserfall. Mal schauen. So, also Rennsteig vielleicht doch besser nicht im November. Ich fahre jetzt hier, glaube ich, seit 20 Kilometer durch solchen Matsch. Ich komme irgendwie überhaupt nicht voran. Ich glaube, ich habe 4 Stunden gebraucht. Das schockt überhaupt nicht. Aber jetzt sind es nur noch 10 Kilometer übrig. Ja, keine Ahnung, wie lange ich noch brauche. Aber ich glaube, ich komme so gerade im Dunkeln an. Kurzer Sonnenscheinabschnitt auf der Strecke nach Gera. Sonne gab es heute noch gar nicht, eher das Gegenteil. Aber da hinten kommen schon wieder üble Wolken. Also ich werde bestimmt gleich wieder ordentlich nass. Macht nix. Da habe ich ein Mittel gegeben. Und noch mal ein bisschen Sonne. Noch 10 Kilometer bis Gera. Hier ist es eigentlich ganz schön. Leider gibt es immer mal wieder so matschige Abschnitte. Also im Winter graveln ist ja ganz schön, aber man muss irgendwie gut sich überlegen, wo man langfährt. Und nicht die fiesesten Waldwege nehmen, weil die sind garantiert total vermatscht. So will man im Herbst Fahrrad fahren. Blauer Himmel, bunte Bäume, kein Verkehr, wunderbar. Und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, die Windräder, Rückenwind, top. So, noch ein paar Worte zum Rennsteig. Das war in den letzten Tagen so ein bisschen schwierig zu filmen, bei dem miesen Wetter und dem ganzen Matsch. Sorry dafür, also vom Rennsteig gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Bilder, deswegen hier nochmal ein kurzes Fazit. Ich glaube, man könnte den kompletten Rennsteig an einem Tag schaffen, mit leichtem Gepäck oder am besten gar keinen und bei gutem Wetter, nicht bei so einem Wetter, wie ich das hatte. Ich bin jetzt bis Neuhaus am Rennsteig gefahren, das waren ungefähr so 2/3, 120 Kilometer. Ja, das ging so gerade eben mit dem Matsch und dem Licht vor allen Dingen. Und noch mal ein paar Worte zu meiner Ausstattung. Also die Pathfinder Pro haben sich wieder super bewährt, sind sogar durch den tiefen Schlamm ganz gut durchgekommen, fand ich nicht so schlecht. Auch die Reifen, meine Pi-Rope Reifen, waren super, dazu gibt es aber ein extra Video. Und ich hatte es glaube ich schon gesagt, Bremsbeläge unbedingt nagelneue rauf, davon braucht man so ein bisschen was. Und ich glaube Tubeless mit wenig Luftdruck ist auch nicht schlecht, weil es ist schon
teilweise nicht technisch, aber doch ganz schön ruppig. Was nicht so gut funktioniert, ich habe noch die Kigo Fitlock Flasche bekommen. Also ich liebe ja diesen Fitlock Verschluss. Ist auch das Einzige, was mit meiner Oberrohrtasche funktioniert. Aber die Kigo Flasche ist ganz schön fest, die lässt sich kaum zusammendrücken. Ich habe deswegen hier oben das breite Mundstück drin, damit geht's. Ja, also ich glaube, da müsste Kigo noch mal irgendwie was Weicheres erfinden. Die normale Kigo-Flasche funktioniert hingegen super. Und weil ich jetzt tagelang durch den Regen gefahren bin, vielleicht auch noch ein paar Worte dazu. Also die Abidura-Taschen halten natürlich dicht. Auch die Tailfin-Top-Tube-Tasche ist wasserdicht. Ich habe sogar nach dem Rennsteig, war ich an der Tankstelle mit dem Hochdruckreiniger, habe ich die einfach dran gelassen und mit abgesprüht. Komplett trocken in drin, gar kein Problem. Was auch wasserdicht ist, ist meine Ixon Rock Lampe. Die habe ich auch ein, zwei Mal gebraucht, weil es dann abends doch dunkel wurde. Der Wahoo, auch der hat überlebt, tagelang Regenfahrt, gar kein Problem. Ich habe gehört, dass einige Leute ab und zu mal Probleme mit haben, aber kann ich nicht bestätigen. Was auch super funktioniert hat, ist das, wie heißt es, Brixie Rücklicht von Buschmüller. Also auch das komplett wasserdicht. Und ich habe das morgens immer angeschaltet und habe es den ganzen Tag leuchten gelassen. War auch abends immer noch Restakku vorhanden, also super. Das Einzige, was nicht super ist, ist der Verschluss. Also wenn der dreckig wird, und das ist ja hier reichlich, dann wird der sehr schwergängig. Also da muss man den öfter sauber machen. Ja, was auch dicht gehalten hat, ach ja genau, sind meine Schuhe. Da hatte ich echt ein bisschen Sorge, weil ich hatte keinen Bock auf Überschuhe. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Also irgendwann sind die dann doch durch. Aber diese Winterstiefel von VD sind die übrigens, halten nicht nur warm, sondern tatsächlich komplett wasserdicht. Also ich bin damit durch die tiefsten Pfützen gefahren. Da waren die Füße komplett unter Wasser. Und wie durch ein Wunder sind sie trocken geblieben. Ich habe hier noch diese Grip-Grip-Gramaschen drüber. Vielleicht hilft das auch ein bisschen. Also, wenn ihr im Winter durch richtig ekliges Wetter fahrt, dann vielleicht lieber Winterstiefel statt Überschuhe. Die halten dann auch echt dicht. Und was auch dicht gehalten ist, meine Shake-Dry-Jacke. Die habe ich tagelang angehabt. Also, ich liebe sie. Super leicht. Bei mir absolut wasserdicht und atmet auch. Und ich hatte eine kurze Regenhose. Ich mag das nicht mit langen Regenhosen und tatsächlich reicht mir das. Also wenn meine Waden ein bisschen nass werden unter der langen Bib-Short, das stört mich nicht so wie eine lange Regenhose. Also kurze Regenhose, top. Ja, ich glaube, das war's dann auch erstmal. Jetzt scheint hier gerade die Sonne. Ich bin auf der letzten Etappe Richtung Leipzig. Da ist dann auch die Tour zu Ende und ich fahre mit dem ICE nach Hamburg zurück. Ja, und aktuell scheint die Sonne, sogar ein bisschen Rückenwind, großartig. Und ich mache mich wieder auf den Weg. Bis dahin, ciao.